Ja, mein Name ist Josef Rubel, bin 1965 in die Firma eingetreten und war eigentlich ab der Mitte der 70er Jahre immer für Sonderaufgaben zuständig, begonnen mit der Inbetriebnahme der BM4. Das war der Umbau der BM4, es war das reinste Chaos. Der Prinz ist über die Kellerstiegen raufgekommen und hat das Chaos gesehen. Er hat gesagt, Herr Rubel, glauben Sie, wird die Maschine jemals laufen? So, Herr Prinz, Sie brauchen keine Sorge haben, wir haben schon weniger nicht zusammengebracht. Er hat dann den Kopf geschüttelt und ist wieder gegangen. Ich wollte eigentlich nur auf so eine Übergangszeit über den Winter das überbrücken und dann, ja, jetzt sind es 30 Jahre waren. Mir hat das dann gefallen und ich habe den Beruf auch nachgelernt. In 170 Jahren muss man eine Firma überstehen und für die ganze Region ist es sicher enorm wichtig, dass es die Firma gibt. Ich denke mal, dadurch, dass ich eben die Chronik geschrieben habe, fühlt man sich schon sehr verbunden mit der Firma natürlich. Wie ich begonnen habe, waren sehr, sehr viele Leute schon sehr, sehr lange da. Ja. Und man sieht es ja überall an den Bildern auch. Also das ist einfach gewachsen und mittlerweile jetzt über 170 Jahre. Das ist halt dann wie eine Familie. Ja. Also ich bin sehr zufrieden, dass ich da bin in der Firma, weil meine Kollegen sind sehr nett zu mir, zeigen mir viel und ich kann von ihnen viel lernen. Mittlerweile habe ich mich sehr gut eingelebt. Jeder nimmt dich auf, jeder probiert da was zu erklären, also hätte man keinen besseren Job wünschen können. Mein nächstes Ziel ist, dass ich in den Dreischichtbetrieb hineinkomme und alles andere wird sich dann in Zukunft weisen. Ich bin immer sehr gerne arbeiten gegangen. Ich habe eigentlich gleich nach der Schule mit der Arbeit bei Hamburger begonnen und war 38 Jahre hier, also bis zur Pensionierung. Also. Und es hat mir eigentlich immer gefallen, oder sagen wir fast immer gefallen. Das ist ein großer Vorteil eigentlich, wenn man die Arbeit vor der Haustür hat, sozusagen, auch für die Familie dann letztendlich, wenn man ja trotzdem schneller zu Hause auch wieder ist. Man hat keine Anreise, man kann, wie gesagt, mit dem Rad fahren, zu Fuß gehen und auch mit dem Auto, je nachdem. Ich habe schon über die Jahre immer wieder auch die Betriebsleiter, die Betriebsräte, die Geschäftsführer kennengelernt. Sehr stabiles Management auch im Unternehmen. Das war immer ein großes Anliegen auch der Geschäftsführung, der Familie auch, dass dieses Unternehmen in der Region verankert ist. Dort, wo es möglich und sinnvoll ist, wird hier immer auf die Region geachtet. Also das Herausragende bei der Firma Hamburger ist, wenn wir in Anlagenverfahren sind, dass wir uns wirklich mit Respekt und auf Augenhöhe begegnen. Ich habe Freunde, die dort tätig waren oder noch tätig sind, die einfach das Unternehmen leben. Die haben einen Teamgeist und ein Miteinander, das man dann auch immer wieder in der Öffentlichkeit erleben kann. Es gibt Firmenläufe in der Region, jetzt bald in Neunkirchen. Und ein Firmenlauf ohne die Teams der Firma Hamburger, das könnte gar nicht stattfinden. Es hat immer eine Konstante gegeben und das war die Firma Hamburger. Und auch heutzutage ist die Identität mit der Firma Hamburger großgeschrieben. Da sieht man auch, dass der Firmenname im Logo und im Vereinsnamen integriert ist. Die Firma Hamburger hat auch immer für soziale Projekte und Leute, das nicht so gut geht, im offenen Ohr. Deswegen ist die Firma aus dem ganzen Konstrukt fast nicht wegzudenken. Mein Vater hat natürlich über 30 Jahre bei der Firma Hamburger gearbeitet, als Arbeiter an der Papiermaschine. Besonders hervorheben kann ich die gute Zusammenarbeit mit und für die Gemeinde, vor allem wenn es um die Anliegen der Kinder geht. Ob es um das Sponsoring für Spielplätze geht, ob es für einen Tennisverein, für den Nachwuchs ist, also für diese Anliegen hat die Firma Hamburger immer ein offenes Ohr. Also ich gratuliere natürlich dem Team der Firma Hamburger zu diesem 170-jährigen Teamgeist, der so viel Erfolg gebracht hat. Aus ganzem Herzen und aus ganzem Stolz gratuliere ich zu diesem 170-jährigen Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch zu 170 Jahren. Ja, hast dich gut gehalten. Alles Gute weiterhin und ich hoffe, es sind die Leute am Werk, die die ganze Firma, den ganzen Konzern auch weiterbringen für die Zukunft. Die Firma Hamburger hat 170 Jahre gestemmt, also werden sie auch die nächsten 170 Jahre stemmen. Und dafür das Allerbeste. Gratulation auch zu den 170 Jahren, das ist sicher nicht üblich für viele Firmen oder für andere Firmen. Es ist faszinierend, was hier geschieht und was hier entwickelt worden ist. Also ich hoffe, dass die Firma noch lange gibt, dass ich noch lange da arbeiten darf und hoffe, dass ich auch bis ich in Pension gehe, hier bleiben darf. Und gleichzeitig wollen wir aber nochmal die Gelegenheit nutzen, uns ganz herzlich bei der Firma zu bedanken für die jahrzehntelange Unterstützung,
wie sie unser Verein entgegengebracht hat. Mit den Mitarbeitern und auch der Firmenleitung wünsche ich die nächsten 170 Jahre alles Gute. Ich habe 50 Jahre für den Hamburger gearbeitet, also von 65 bis 2016. Aber es war eine schöne, manchmal war es ein bisschen aufreibende Zeit, aber in Summe war es eine wunderbare Zeit.